Willkommen zurück zu Stray und dem Wankebotter. Meisterkatze hat befohlen. Und der Hut da drin ist der, den wir haben wollen. Hier vorne der Sicherheitsdeckel. Los, trag die Kiste rein. Na los. Katze befiehlt. Frage mich. Oh, ich hoffe, die stellen keine andere Kiste auf mich. Schnell raus. Oh, nochmal kurz. Macht's gut. Oh, haben wir auch den Sicherheitsdeckel. Hey du, Deckelmann. Finde jetzt einen Arbeiterhelm. Hab ich doch hier. Hervorragend, dieser Helm wird ausreichen. Zieh mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Okay. Ich sag's nochmal, wir brauchen unbedingt Skins für die Katze. Ne. Catticorn und ein Cape und... Hüte. Viele, viele Hüte. Also aber auch Hüte. Die sind klasse. Ein bisschen eng an der Taille. Aber es wird schon gehen. Eng an der Taille. Okay. Besonders der Hut, ne? Okay, ich springe in diese Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Du bist so klug. Ups. Ja, trage mich. Trage deinen Meister. Oh Mann. Hey Rod, Bettschicht. Ja klar, komm rein. Ja, ist auch eine Corporation. Katze in der Fabrik. Oh Mist. Oh Mist. Ich bin der schlechteste Catagent, den es gibt. Versuchen wir das nochmal. Ach Mann. Immer wenn ich zu... bin. Okay, jetzt wird es tatsächlich eine Schleichmission. Und zwar... Okay, ich warte hier. Genau, bist du dahin? Schnell vorbei. Dann hier nochmal schauen. Du bist da unterwegs. Nein! Was? Hör doch auf! Was machst du da für einen Unsinn? Die hat einfach nicht anvisiert, was ich anvisieren wollte. Das war jetzt nicht so schlau, ne? Springt die Tür auf einmal hoch. Ich glaub, sag. Hey, gut, dass du hier bist. Du kannst mir helfen. Ich habe in dieser dunklen und riesigen Fabrik die Schlüssel zu meiner Wohnung verloren. Die Wächter haben sich geweigert, mir zu helfen. Sie sagt nur, wenn du nirgendwo hingehen kannst, mehr Arbeit hier. Wenn du mir vielleicht helfen könntest, sie zu finden, wäre ich dir ewig dankbar. Bitte. Ich. Ja, ich. So Dinge suchen und tun muss. Da unten? Sicher? Mein. Kostet aber extra.
Brauche ich das? Das hier brauche ich, ne? Dann hüpf! Sich da runter? Okay. Ah, ja, ja, ja schon. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja. Hüpf, hüpf. Oh, Moment. Nee, ich muss nach da hinten. Da liegt doch was. Arbeiterschlüssel mitnehmen. Jawohl. Zack. Oh, ich kann sogar unter dem laufen. Auch das ist sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, was es mir bringt. Ich öffne das mal. Oh, oh. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Es waren nur Pixelfehler. Und deine Hauptplatine schwindet ein bisschen. Du hast einen Wackel verjagt. Okay, gut. Oh nein, stopp! Ey! Auf damit! Wie gemein! Ich bin gerutscht. Bin da voll reingerutscht. Bin doch so kein besonders guter Katzenagent. Okay, was mache ich mit dir? Ah. Ich hoffe, die Laser kommen tatsächlich von rechts. Sonst haben wir gleich ein eher dampfendes Problem. Okay. Ah ja. Ein aus. Stehe. Okay. Machen die alle unterschiedliche Dinge? Was passiert, wenn ich dich hier wegnehme? Fährst du komplett da hoch. Was machst du? Gar nichts? So? Nichts? Das ist für das gedacht. Das ist für das gedacht. Das hier ist für... Ah ja, okay. Verstehe. Kann ich dich da reinziehen? Oder reinschieben? Probieren wir es mal aus. Ich muss auf jeden Fall das hier noch rausholen. Wie aussieht. Also die Frage natürlich, ob hier durch. Ne. Na gut. Dann machen wir das anders. Komm du erstmal her.
So, das schon mal an. Das. Und dann kommst du mit. Na los. Hey, hier lang. Na los, komm, 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 komm. Komm, bei Fuß. Brav, ja. Braver Roboter. Na komm. Wir gehen spazieren. Braver Roboter. Tonne? Passt doch bestimmt dadurch, oder? Oh, 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 was ist jetzt los? Batterie nehmen. Ein klitzekleines Problem, vielleicht? Wir haben sie. Schnell, lass uns von hier verschwinden, bevor die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine diese Batterie zurückbringen. Oh ja, oh ja, oh ja. Renn, 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 renn. Oh, das wäre zu einfach. Ist aber auch sehr einfach. Ich hätte gerne die Schlüssel noch abgegeben, aber leider, leider. Ich hoffe, das ist noch irgendwie möglich. Setze mal. Der Zugang zur unteren Ebene ist aufgrund von organischen Lebensgefährlichkeiten eingeschränkt. Bitte aus diesem Bereich fernhalten. Noch irgendwas in der Ecke? Ja. Hallo. Bisschen kuscheln. Hörst du das da unten? Diese Ebbe, diese Flut. Die Stadt verfolgt mich. Verspottet mich. Damit kannst du nichts anfangen. Ah ja, jetzt bin ich hier. Gut. Oh Mist, wie komme ich denn jetzt wieder hier rein? Gar nicht. Ach, das ist ja dumm. Es ist der Schlüssel natürlich. Okay. Aber könntest du vielleicht die Schlüssel weitergeben? Oh, Schlüssel. Was kann man damit öffnen? Ach Mann. Ich wollte ihm die Schlüssel geben. Aber wir können uns die mal anschauen. Es scheint, dass hier jemand seine Schlüssel verloren hat. Ja, gut, das, danke. Ach, Mist. Das hätte ich zuerst machen sollen, auf jeden Fall. Das hätte ich definitiv zuerst machen sollen. Oh. Hallo, was ist hier los? All die Arbeit für nichts. Glaubst du, der Ganova hat ein Auge auf meine Vintage-Kartensammlung geworfen? Hey, denkt ihr, ihr könnt uns davon abhalten, in unserer Bude abzuhängen? Ihr könnt uns den Platz klauen, aber nicht unsere Moves. Nichts hat einen Sinn, wenn wir nicht tanzen können. Bitte Ruhe bewahren, es ist eine Suchaktion im Gange. Bitte Ruhe bewahren, es ist... Ja, okay, danke. Okay. Ah, jetzt muss ich da hinten die Treppe nehmen. Hey. Da kann ich nicht lang. Jedenfalls nicht direkt. Okay. Cool. Finde ich gut. Was machst du?
Rein da. Schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Ich bin wieder da. Hallo. Hallo. Ah, Hinweistafel. Clem? Hm. Keine Spur von Clementine. Oh, was ist denn das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detektiv spielen müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Schau mal. Hier B12 und die Katze. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und dann sind da noch vier Symbole. Es ist mit Clementine unterschrieben. Schau mal. Ah, jetzt muss ich da hoch. Ganz schön laut hier. Das war Krach. Ah, da. Inspizieren. Dieser Edelstein ist von durchschnittlichem Wert und geringer Reinheit. Das Leuchten scheint künstlich zugefügt worden zu sein. Vielleicht dient er uns als ein Signal, damit wir etwas Hilfreiches finden. Bingo! Da ist eine Nachricht. Sie lautet... Leiser. Ah ja. Okay. Gut, gut. Dann hier noch das Ding. Meine Sensoren können nur harmlose Chemikalien in gasförmigem Zustand erkennen. Sie können das beruhigende Gefühl, an das ich mich erinnere, nicht wiedergeben. Glaube ich, können Gefährten gar nicht riechen. Also frage ich mich, warum sie das tun. Unter dem Behälter ist auch eine Nachricht versteckt. Die lautet, ich bin bei... Laser, offensichtlich. Nur noch die Lavalampe. Hier die? Ah, hier der Monitor, auf jeden Fall. Hast du etwas gefunden? Hm, ich sehe nichts. Bist du sicher? Ja. Guck's dir doch mal an. Nee, das sind nur normale Möbel. Aber, guck's dir doch an. Da, es leuchtet. Hier gibt es keinen Hinweis. Okay. Du das sagst. Hinweis-Profi. Hast du etwas gefunden? Hm, ich sehe nichts. Bist du sicher? Gibt es. Aber die Toilette. Die Toilette ist der Hinweis. Versteh das doch. Roboter. Was für ein merkwürdiges Ding in einer Wohnung zu haben. So sehen die Gefährten hier die Menschen. Irgendwie komisch. Oh, hier wurde etwas hinterlassen. Darauf steht, kommt in den... Okay, ich bin bei Blazer, kommt in den... Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisiert. Entschuldige, dass ich... woanders war. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Sie lautet Nachtclub. Laser, kommt in den Nachtclub. Was ist es? Gut gemacht, Lieutenant Katz. Jetzt lass uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Och Mann, aber ich habe immer noch die Schlüssel und ich hätte die dem gerne gegeben. Ist doch doof jetzt. Hoffentlich treffe ich den im Nachtclub. Hi, mach's gut. Was machst du da? Bitte beschreiben Sie mir das Profil des Diebs. Ich hasse diesen Club, er ist voller Angeber, aber wenigstens gibt es dort keine Wächter. Achtung, Groove Levels bei 2%. Bitte sofort einen Tanzplatz suchen. Ich glaube nicht, dass der Türsteher uns reinlassen wird. Hey Leute, ich glaube, wir müssen hier da hinten rumklettern. Ah. Das ist nichts für dich. Weg mit dir. Eine Bestechung? Ich lasse mich nicht bestechen. Ich lege Wert auf meine Arbeit. Was ist das überhaupt? Aha. Du bist also doch interessiert.
Okay. Oh, hey. Ich kenne dich auch nicht. Du hast hier nichts zu suchen, es sei denn, du willst deine Beine mit etwas Schickerem ersetzen lassen, was du nicht willst. Also hopp. Was mit deinem Hut passiert? Achso, der schaut nach oben. Ich arbeite hart, um die Straßen mit alles andere. Aber so funktioniert die Welt. Oh, funktioniert die. Hüpf, hüpf, hüpf. Hätte ich jetzt gerade zu hoch? Kann das sein? Ups. Ah, sehr schön. Dieser Ort ist schön. Was würde ich nicht dafür geben, weiche Kissen spüren oder einen kalten Drink genießen zu können? Diese Drohne ist zwar praktisch, aber ich vermisse es, meinen eigenen Körper zu haben. Ich vermisse Gefühle. Ich vermisse es sogar, Schmerzen zu haben und hungrig zu sein. Ich weiß, das ist nicht hilfreich, aber wie wäre es, wenn wir noch ein bisschen länger bleiben? Danke fürs Zuhören, ich bin jetzt soweit. Cool, noch was gefunden. Und, ja, wir könnten hier noch länger bleiben, aber... Naja. Hab ich jetzt gerade nicht viel, ich will ja weiter. Weiter, weiter, weiter. Hier könnte ich runter. Das will ich auch nicht. Ich will weiter. Ey, was ist denn da für eine coole Maske auf? Dahin also. Da oben. Guck mal, da sitzt noch einer oben. Was ist denn für einer? Hallo? Hallo, hallo? Kann nicht mit ihm sprechen. Doch jetzt. Tagchen, wie geht's dir heute? Okay. Hey, wie bist du hier hochgekommen? Willst du mit uns feiern? Ja, spring rein und hol dir was zu trinken. Ja, danke. Der ist schon vollkommen weggetreten. Hallo. Wow, totaler Overload. Coole Maske, Mann. Gefällt dir meine Maske? Ich habe sie selbst gemacht. Sie stört die Scans der Wächter und sie sieht cool aus. Ja, das stimmt. Ah, dieser Club ist scheiße. Als ich versucht habe, in den blöden VIP-Raum zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Mich? Kannst du das glauben? Und so habe ich diesen Hebel geklaut, nur so zum Spaß. Wenn du meinen Trink besorgst, gebe ich dir diesen blöden Hebel. Ich brauche ihn nicht und ich will auch nicht damit erwischt werden. Einmal nach links, einmal nach rechts. Dam, da, da, dam, da, 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 dam. Das ist der Segelmatanz. Alles klar. Das ist mehr so. Das bin mehr so ich. Ja. Ja. Er bewegt sich zwar noch ein bisschen zu viel, oder. Das hier bin ich, wenn ich gut drauf bin. Definitiv. Das passt schon sehr gut. Ich habe extra bezahlt, um vom Türsteher die Tanzschritte für heute Abend zu bekommen. Er ist derjenige, der in seiner Freizeit die Hologramme programmiert. Was gibt's hier? Oh, hier war doch gerade was. Oh! Hallo! Schallblattkatze ist da. Hey Leute, DJ Matt Z hier. Dann wollen wir mal die Party steigen lassen. Das erste Lied ist ein Wunsch von unserem sehr fragwürdigen Freund Laser. Seltsames Getränk nehmen. Ja, nehmen wir mit. So. Keine Sorge, eine Katze auf in der Bar, hinter der Bar ist ganz normal. Kein Thema. Hallo. Hey Gast, der Zugang zum VIP-Waggon ist geschlossen. Dort findet eine Privatveranstaltung statt.
Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Okay. Gut. Nochmal hier umschauen. Nö. Upp. Also ein bisschen hoch. Und wieder runter. Mit Fripp sprechen. Ha, dieser Knoppisch. Ja, habe ich schon gehört. Hat mir so ein komischer Typ in einem grünen Chassis erzählt. Oh, danke, mein Freund. Bitte sehr, wie versprochen. Hebelgriff. Ja. Und jetzt? Wo ist die Tür für den Spaß? Hier? Okay, ich muss mir erstmal hoch und mich umschauen. Da oben sind die. Ah, Hebelsockel benutzen. Ja. Und zack. Kratz, kratz, kratz. Errungenschaft. Okay, los geht's. Okay, Errungenschaft habe ich schon mal. Die es hier drin so gab. Und jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich in den VIP-Raum komme. Und die Folge ist, ich habe das komplett aus den Augen verloren, ist viel länger, als sie eigentlich sein sollte. Deswegen, Party Leute, Like, Abo, Kommentar, lasst doch mal was davon da. Habt einen wunderschönen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.